Hallo zusammen, in diesem Video nehme ich euch mit auf unsere allererste Flusskreuzfahrt. Ja, wir haben ja schon etliche Hochseekreuzfahrten gemacht, aber auf dem Fluss waren wir tatsächlich noch nie. Jetzt gab es ein recht gutes Angebot von Müller Touristik. Das ist eine Partycruise, die geht also auch nur ganz kurz, ist also von Freitag bis Sonntag von Düsseldorf nach Amsterdam. Und da wir im Oktober mit unserer mobilen und Online-Reisevermittlung auf einer Hochzeitsmesse ausstellen werden, haben wir uns überlegt, wir gucken uns das mal an, ob das eventuell was ist, was wir dort eben in dem Bereich, auch wenn jemand nach speziellen Möglichkeiten für einen coolen Junggesellenabschied sucht, dann vielleicht auch vorschlagen können. Und da haben wir gedacht, das passt dann ganz gut. Schauen wir einfach mal. Amsterdam ist sowieso immer schön. Das Wetter soll ganz gut werden. Ja, und ich würde sagen, wir switchen jetzt mal zum nächsten Tag und zur Flusskreuzfahrt mit der MS Johann Strauß übrigens. Wir sind angekommen am Anleger. Hinter mir seht ihr schon die MS Johann Strauß, also das Flusskreuzfahrtschiff, mit dem wir dann jetzt 2 Nächte lang unterwegs sein werden, morgen dann in Amsterdam. Ja, und wir sind eigentlich recht gut durchgekommen und haben, wie ihr gesehen habt, Park and Ride genutzt, also einen kostenfreien Parkplatz, sind dann mit der Bahn hierher gefahren. Es waren irgendwie knapp 9 Minuten, ging also auch relativ zügig. Dann ist es noch ein etwas längerer Fußweg hierher zum Anleger. Aber da es jetzt zum Glück endlich mal ein bisschen trocken geblieben ist, während es gerade noch so geregnet hat, ging das ganz problemlos. Jetzt sind wir hier, müssen noch ein bisschen warten, weil wir können erst um 15 Uhr aufs Schiff. Jetzt ist es knapp 2. Aber das ist okay. Wir gucken mal, was hier so noch drumrum ist. Und ja, dann sehen wir uns nachher auf dem Schiff. Haben schon unsere Kabine bezogen. Das ist echt größer und geräumiger, als ich dachte für so ein Flusskreuzfahrtschiff. Also steht irgendwie so der Hochseekreuzfahrt auch nichts nach, würde ich jetzt so sagen, von der Kabine her. Ein paar Kleinigkeiten sind uns aufgefallen, aber soweit fühlen wir uns hier schon ganz wohl. Scheinen auch ganz lustige Leute alle zu sein. Ja, ganz toll finde ich. Ich switch mal um. Unser Fenster hier. So. Ihr könnt nämlich schön rausgucken und man kann das auch öffnen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Das ist natürlich total nice. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie Balkon oder sowas, wo ihr raus könnt, aber das Fenster ist zu öffnen. Und ja, ach hier. Ja, du kannst dich auch ruhig zeigen. So, mein Mann macht das Fenster mal auf. Und so ist das. Und dann habt ihr freie Sicht. Noch stehen wir hier in Düsseldorf. Um 16 Uhr geht es dann los. Ja, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen das Schiff erkunden. So viel ist es nicht zum Erkunden, aber wir wollen ein bisschen schauen und ja, dann sehen wir uns nachher beim Essen wieder. Oder beim Auslaufen zuerst. Das Wetter, es nieselt schon wieder ein bisschen, es ist windig, etwas kühl, aber ja egal, wir gucken mal, wie es denn jetzt wird. Thank you.
nicht ganz. Grunhafen heißt es wohl, also ein Industriehafen. Ja, schöne Aussicht haben wir jetzt nicht. Auf dieser Seite haben wir zwar das Wasser, wenn wir uns umdrehen. Dann liegt neben uns ein anderes Flusskreuzfahrtschiff und ich habe mich heute Morgen in unserer Kabine schon erschrocken, als ich den Vorhang vorzog, guckte ich in die Lobby von dem anderen Kreuzfahrtschiff, also von dem anderen Flusskreuzfahrtschiff. Aber gut, so ist das bei Flussreisen nun mal. Ja, wir gehen jetzt gleich frühstücken und danach gibt es hier einen kostenfreien Shuttle, der einen dann nach Amsterdam reinbringt. Und dann erleben wir den Tag in Amsterdam. Eigentlich hätten wir gedacht, dass wir nach Zaandam kommen und hätten dann dort gar nicht oder wären dann dort gar nicht nach Amsterdam gefahren, sondern hätten uns das da angeguckt, weil wir Amsterdam halt auch schon von ein paar Besuchen kennen. Aber das ist jetzt eben nicht so. Ja, deswegen freuen wir uns auf den Tag in Amsterdam. Das Wetter soll ganz schön werden. Es ist noch ein bisschen frisch, aber 23 Grad sowas wird gemeldet. Ja, Party gestern war ganz gut. Ich werde auch noch mal ausführlich zum Ende des Videos ein Fazit erzählen oder auch vielleicht sogar ein extra Video machen. Weiß ich noch nicht, dass das jetzt hier nicht zu lang wird. Aber jetzt geht es dann erstmal gleich frühstücken und dann heißt es auf nach Amsterdam.
der Tag heute noch mal ziemlich cool. Ihr habt das gesehen. Karaoke war ganz lustige Leute dabei. Hatten dann noch so ein Gala-Dinner, was auch wirklich lang gedauert hat, wo man wirklich lange saß und dann 5 Gänge. Ja, alles in allem wirklich eine coole Reise. Wie gesagt, ich werde sicher noch mal am Ende ein Fazit dann machen oder ein Fazitvideo, weil da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Ja, und ansonsten gestern Abend hier nach Amsterdam mit dem Rotlichtviertel und so weiter. War also alles sehr, sehr cool. Ihr habt, wie gesagt, das Fernvideo gesehen. Ja, und jetzt geht es für uns gleich mit dem Park-and-Ride-Service wieder zum Parkplatz und dann ab nach Hause.